Kinderchen da draußen. Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ghost Hunters Corp. Es ist so spooky da draußen. Wir haben es immer noch nicht geschafft. Ich möchte mich mal bei Retro bedanken. Er hat einen wunderbaren Tipp abgegeben. Er sagte, wir sollen uns das hier einfach besser aufschreiben. Aber wisst ihr was? Es ist ja nett mit dem Aufschreiben und alles, ne? Aber ich will nicht. Aber ich komme dich, um zu exorzieren. Das ist so geil, Alter. Ich komme, um dich zu exorzieren. Den merke ich mir auf jeden Fall. Ich will nicht mir alles merken müssen. Das soll auch ein bisschen blöd sein, was ich da sappel, ne? Deswegen. Sollen wir wieder das... Ne, wir machen USA, das verlassene Haus. Was haben wir schon lange nicht mehr gehabt? Deutschland war aber beim letzten Mal. Frankreich, da waren wir schon lange nicht mehr. Das ist ein leichter Geist, ne? Genau. Können wir uns was, unser Geistermarkt, was kaufen noch was Tolles? Wir sind ja jetzt gelevelt. Sind wir nicht schon Level 3? Jo, wir haben 284 Euro, das Geld will ausgegeben werden. Bloß die Sache ist, wofür? Wir könnten uns ein nächstes Geisterbuch kaufen. Salzkristalle. Sollen wir uns davon noch mehr welche mitnehmen? Im Lager 1. Huch, genau. So, nehmen wir uns noch eine Sofortbildkamera mit. Aber wofür, ne? Das ist auch totaler Blödsinn, glaube ich. Aus dem ganz einfachen Grunde, weil... Hier, sowas brauchen wir. Weil... Diesen Thermometer wollen wir auch noch haben. Weil es Blödsinn ist. Weil wir können ja nur einmal damit irgendwas machen. Danach muss der Geist schon wieder was anderes haben, um exorziert zu werden. Starke Taschenlampe, sowas wäre geil. Die ganzen Sachen wären einfach alles cool, bloß... Ja. Man braucht dafür gewisse Level. Ich finde das Level für ein Thermometer finde ich aber zu hoch. Ihr macht die scheiß Tür auf. Also geht doch. Ja, und los geht's. Mal gucken. Tja. Bin mal gespannt, weil ich das mit Inka spielen werde. Ihr PC ist soweit fertig. Und das ist nicht stark. Ihr PC ist nicht stark. Aber. Könnt ihr spielen. So, exorzieren Sie den Geist. Messen Sie eine Temperatur. Alter, ich krieg Ohrensausen. So, muss mich jetzt mal das neue Headset gewöhnen. Übrigens ein Razer Black Shark V2 Plus. Digga. So. Messen Sie eine Temperatur. Error. Genau, das können wir eben gerade nicht. Messen Sie eine OCC-Signal. Das größte ist ja selbst. Finden Sie einen Geist in der Nähe der Kamera. Finden Sie den Geist. Okay. Das übliche, Taschenlampe, klick, Dingenskirchen, klick, Kamera, klick. Los geht's. Oha, ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Ich glaube, hier waren wir auch gerade nur einmal, ne? Ich möchte mir mal auch jetzt demnächst Phasmophobia kaufen. Weil da sollen krasse Updates sein, da sehen die Geister krass aus, ne? Ja, geht schon gut los, ne? Gibt es hier Licht? Hier ging auf jeden Fall gerade eine Tür. Oh, Alter, bist du doof? Schon wieder, Alter. Brr. Da scheißt du dich echt ein, ne, wenn das passiert, ne? Ich dachte gerade, da steht schon der Geist. Stimmt, das war noch so kackengroß, dieses Haus, ne? Ich mag das nicht, wenn das so große Sachen sind. Da finde ich den Friedhof am geilsten. Wobei, die Geister haben da auch die besseren Chancen, hier dich zu erwischen. Die Hintergeräusche sind Inka, die sich austobt. Du sollst nicht immer alles auf die Goldwaage... Oh, Alter, habe ich das weit weggeworfen. Ach so. Sind wir gerade da, um Dinge zu messen? Also der Geist rumpelt und pumpelt ganz schön rum. Das ist ein Rumpel-Pumpel-Geist.
Oh, bitte! Alter. Wollt ihr mich verarschen jetzt, oder was? Ja? Nochmal? Ich wollte gerade, ich dachte auch schon gerade, das kann unmöglich zweimal passieren. Mhm. Ja, ja. Rumpelpumpelgeist, wo bist du? Zeig mir, wie du heißt. Ja, das ist ein Riesenhaus. Also wieder so ein Ding, was man am besten zu zweit machen müsste. Aber ich wette, wenn man zu zweit spielen würde, würde man die ganze Zeit aufeinander kleben, weil man einfach zu viel Schiss hat. Ich hasse das, wenn man die Türen ziehen kann, ne? Komm, drück doch mal kräftig gegen. So. Rumpelpumpelgeist, wo bist du? Er hasst es ja, wenn man... Wenn es wirklich ein Poltergeist ist, ne? Dann hasst er das ja, wenn man Sachen ver... Oh, noch mehr Geister. Jetzt war ich hier zu Hause. Meine kleine Tochter, die mit den Türen nicht... den Türhinkel nicht benutzen kann. Alter, wie viele Türen bitte? Rumpel die Pumpel! Zwumpel, Zwumpel. Jo, das war der gruseligste Effekt überhaupt. Oh, Alter, ich bleib hier hin. Pianistin, das ist ihr Büro. Ihre geliebte Stifte, weg damit! Billardraum? Nett. Aber nichts, was auffällig hier ist. Wenn jetzt der Schaukelstuhl gewackelt hätte, ich schwöre, ich hätte geschrien und wäre weggelaufen. Schade, dass ich hier nicht mitspielen kann. Was war denn das? Da ging die Tür zu. Ey, da kriegt man auch immer eine richtige Gänsehaut, wenn so etwas Dummes passiert, ne? Das Piano. Es ist immer das Pianozimmer. Das reimt sich, ne? Ungewollt. Es ist immer das Pianozimmer. Und zwar genau das hier. Ja. Boah, ich krieg immer automatisch Gänse. Warum denn, ey? Als wäre ich ein Superschisser, ne? Bin ich auch. Ich hasse diesen Jumping Jack, ne? Weg mit dem Vogel, ich mach den nicht. Das ist ein Nestling-Clown, Alter. Pisser! Okay, wir waren überall. Keine Geister da. Lass uns wieder gehen. War nur Fehlanruf. Hier gibt es keine Geister. Das Haus ist offiziell exorziert. Ich habe gehört, man kann mit dem Geist sprechen, obwohl man das Mikrofon nicht dabei hat. Das Radio. Hat dieser Retro tatsächlich auch erzählt. Ich sag dieser Retro. Retro, du heißt Retro. Du bist nicht dieser, du bist ein Retro. Oh Gott, das war gruselig. Stimmen. Habt ihr die Stimmen auch gehört? Die Tür ist zu. Hier geht nichts mehr. Hopp. Tschüss. Ja, also. So, was haben wir bis jetzt rausgefunden? Nichts. Okay. Wir wissen nicht, in welchem Zimmer dieser blöde Geist ist, aus dem ganz einfachen Grunde, weil er sich nicht zeigen mag. Er ist ein sehr schüchterner Geist. Das zufolge, liebe Kinder, heißt, es gibt keine Geister. Ich hab's bewiesen. Okay. Aber, ich finde es doof. Normalerweise mag ich gerne mit diesen EMF, mit diesen elektromagnetischen Ficker. Die Geister zuerst ausfindig machen. Es soll ja ein Geister, ein Ghostfinder sein. Aber. Ja? Nicht so schüchtern! Wir sind ja gerade nicht bei Tschernobyl-Lied, wir sind ja gerade. Oh, ein Globus!
Hübsch. Mag ich gerne leiden. Ich mag gerne Globusse. 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 Hier diese. Ist das eine teure China-Vase? Aus der Ming-Dynastie. Na, 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 na. Na, 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 na. Aber war das meine Stimme? Schritte? Das ist unser Auto. Unser schönes Auto. Ja, gehen wir mal kurz zurück, dann nehmen wir uns irgendein anderes Gerät. Das Ding ist gar nicht an! Gut gemacht, haben sie gut gemacht. Das ganze Haus gelatscht, weißt du? Ich hätte schwören können, hier war gerade was. Singe zu deiner Musik. Was schade ist, dass der hier nicht mehr ein Klavier spielt, ne? So diese Geister müssten von diesen Orten so ganz spezifisch. Alter. Spezifische Dingens können. Wie in einem Pianistenhaus müsste er mit dem Piano. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was? Alles? Zweier? Das ist nix. Also es ist kein Wiedergänger. Verdammt, echt ein Zweier. Okay, wir sollten mal weg, ganz dringend. Ich glaube, wir haben den Zug viel geärgert. Wir sind doch doof, ne? Es muss auch immer die oberste Etage sein, ne? Er stand jetzt nur da rum. Was könnte das für ein Geist sein? Ein Steh-Rum-Geist? Sah aus wie eine Oma. Das elektromagnetische Bumsen, das war echt für'n Arsch. Das war Mist. Was haben wir bitte angemacht, dass das hier piept? Warum ist das hier irgendwas an? Warum ist das an? Ich hab das nicht angefasst. Ja, super. Oh, der Geist hat's umgeworfen. Blöde Pennergeist. Er hat's umgeworfen. Wir müssen wieder hoch. Wenn der Geist wüsste, was für ein Aufwand ist, da immer hochzulaufen. Ich glaube, so als Geisterjäger wirst du richtig schlank sein. Die Schritte, die du läufst, lohnt sich definitiv. Der hat die Kamera weggeschmissen. Oh Gott! Wer hat die Kamera? Wo ist die Kamera hin? Wurde die Kamera hingeworfen? Die Kamera ist weg! Wo hat er die Kamera hingeworfen? Ey, das ist teures Equipment! Da stelle ich dir in Rechnung! Da habe ich den. Wahrscheinlich als Rache. Oh, geht der Geist erstmal ganz gemütlich an mir vorbei, wa? Olle.
Es muss natürlich ein Dachbodengespenst sein. Gibt es Dachbodengespenster als Kategorie? Kategorie Dachbodengespenst. Der gruseligste seiner Art. Aber wo hat er die Kamera hingeworfen? Das ist Vandalismus. Oh, alles gut. Es ist ein Geschenk des Hauses. Oh Gott, die ist sauer. Nicht so hastig, Motherfucker! Die hat ernsthaft die verfickte Kamera weggeworfen. Scheiße, wir haben sie bis zu 52%. Ich finde das mit Geisterdingens finde ich ziemlich anstrengend. Um 11%, 8. Wir haben sie. Raus. Nein, verkehrter Weg. Analyse komplett. DX 900. Das alles, was man im Hintergrund hört, ist tatsächlich Inka. Die kann, das geht nicht leise bei ihr. So, komplett verausgabt. Okay. So, wir haben Geisterwiki DX, Geisteranalyse DX. Genau. Ich kann mit den Geistern noch nichts anfangen. Ich sag mal, ein Dämon aus dem ganz einfachen Grunde, weil er einfach nur da steht und nichts tut. Ja, und das mit der Kamera ist Müll. Wo hat die Kamera hingeworfen? Okay. Das mit dem Film wert heute nichts mehr. Warte mal, erstmal machen wir das Messen. Was aber nicht ganz so wichtig ist, dass eben Dings wäre wichtig gewesen. Und da hat er auch nur einen zweier Ausschlag gehabt, also vorgestern war das Pillepalle. Ich glaube, der Geist wird oben bleiben. Suchen wir immer noch die Kamera eigentlich? Den ersten Kontakt in der Ecke gehabt. Und hier hätte ich die Kamera aufgestellt. Verdammt, wo hatte die echt die Kamera gelassen? Die hat auch keine Anzeichen von nichts, ne? Das ist irre. Dieser Geist ist echt ein Geist. Ach, was, echt? Ist das so ein Geist? Ja, ist ja gut. Dass ich hier oben überhaupt rumlaufe, ist überhaupt ein Wunder, ey. Ich könnte mich hier einscheißen. Oh, nein, das Spiel ist abgestürzt, wa? Och nee, nicht schon wieder abgestürzt. Ach, scheiße, Leute.